Meine Familie, Alusi, sind bekannt, dass sie die Zeit verbracht haben mit Geschichten erzählen. Die haben auch Bücher geschrieben über Philosophie von Zeit. Und das Ganze hat mich beeinflusst, denke ich. Ich erinnere mich an meinen Opa, wie er, also mit seiner Stimme und dieser Aufmerksamkeit, das hat mich fasziniert. Und in dieser Umgebung bin ich aufgewachsen. Ein Stück davon bin ich. Zeit ist meine Leidenschaft. Ich sehe die Zeit. Für mich, die Zeit hat so einen Anfang und ein Ende und es ist eine blaue Linie, die irgendwo bin ich da und irgendwie laufe ich bis zu dem Ende meines Lebens. Ist so. Machen wir alle. Wenn ich Geschichten erlebe, ich weiß schon durch diese visuelle Vorstellung, dass ich kann die Zeit gestalten. Meine Training-Übung war immer, okay, ich würde das ändern. Ich würde daraus etwas Glückliches machen. Ich will keine Botschaft vermitteln. Ich will da sein. Wenn ich glücklich bin, dann sind diejenigen, die mich anschauen, auch glücklich. Dann habe ich doppelt gewonnen. Zweifach Glück statt zweifach Unglück.